Let's Risk, vielleicht kommen jetzt wenigstens mal ein paar neue Besucher rein. Es ist eine Marketingkampagne, das heißt, wir machen Werbung. Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Rollercoaster Tycoon 3. So, wir sind heute im Park Broom Lake. Wir haben die IPs, die wollen keine kaputten Bahnen haben. Wir müssen Verkehrssteuer füllen, Darlehen zurückzahlen und Verkehrswert. Alles klar. Und mir gefallen die Wege nicht. Nee. Mir gefallen die Wege nicht. Ja. Oh Gott. Man dürfte hier irgendwo unter sonstiges drin sein, ne? Nee. Hier ist es. Alles klar. Gut. Als nächstes brauchen wir das Gitter und das Terrain-Werkzeug. Okay, gut. Das ist nicht Q&E. Mit Q&E kann man nochmal automatisch drehen. Voll. Immer so ein paar Elemente der Steuerung, mit denen ich nie so richtig vertraut bin. Unter anderem das jetzt. Hat man ja gar nicht gesehen. Ihr habt nichts gesehen, dass ich keine Ahnung habe, wie man das Spiel steuert. Okay, gut, das muss ich definitiv dann nochmal ändern. Hier die Felsentextur. Passt da jetzt nicht so wirklich gut rein. Also hier kann man dann glaube ich mal extra mal kaufen hier hinten. Dann wirkt zumindest so. Schon platt gedatscht, wie das hier ist. Hier weiß ich nicht, ob man sich das noch kaufen kann. Kann natürlich auch sein. Aber hier kann man sich auf jeden Fall extra mal kaufen. Weiß nicht. Okay, das sind offensichtlich nicht Szenar. Ah, lol. Ich habe Nutzungsrechte für hier hinten. Da kann ich eine Achterbahn durchjagen. Das ist cool, weil Nutzungsrecht ist jetzt kein wirkliches Parkgebiet, aber ich kann Attraktionen reinbauen und Wege durchbauen. Das heißt, ich darf das Gelände nutzen, aber nicht verändern. So denke ich mal, kann man das ganz gut erklären, wie Nutzungsrechte im Spiel hier funktionieren. Alles klar. Okay. So, man kann hier übrigens genau 1 Euro runter. Das ist im Normalfall zumindest die Distanz, die man mit so einem Weg runter kann. Eigentlich. So. Und um das Ganze auch noch halbwegs authentisch. Nein, ich will nur die Ecke hier unterbringen. Das ist jetzt dann quasi das Terraformen, wie es auch in Rollercoaster Tycoon 2 aussah. Mehr konnte man dann nicht mehr machen. Außer genau das, was man hier jetzt sieht. Dementsprechend merkt man, dass sich eigentlich auch gar nicht so viel verändert hat zwischen den Versionen. Bin selber immer mal wieder baff, wie wenig es eigentlich ist.
Und naja. Toll. Und hier machen wir das einfach so. Das passt dann schon. Alles klar. Hier machen wir das dann wieder so. Dass es schön aussieht. Oh, da war eine richtige Ästheten am Werk. Die haben ja richtig mit Farbstoffen gearbeitet. Kann ich hier das Terrain einfach mit Spraydosen bemalen. Dann hat man da den Belag, also den Boden, den man dann gerne hätte. Kann man einfach anmalen. Das ist voll lustig. Muss ich hier ändern, weil hier passen die Felsen jetzt beim besten nicht mehr wirklich rein. Naja, hier, das ist natürlich auch etwas blöder. Sagen wir machen hier nur eine leichte Rampe. Soll ja jeder raufkommen. Diese leichte Rampe entspricht dann so ungefähr diesen leichten Rampen, die man auch bei den Wegen selber machen kann. So. Das Einzige, was an diesem Szenario etwas unlogisch ist, ist die Tatsache, dass diese Broom Lake Gelände ja streng geheim ist, wo man da natürlich einen gut laufenden Erlebnispark hinzimmern soll, wie auch immer das funktioniert auf einem geheimen Gelände. Scheinbar geht's ja. So. Da ist mir halt in Realität mal etwas schwierig vor. Okay, und hier muss ich auch noch eine Rampe runterzimmern. Alles klar. Würde ich mal sagen, wie mache ich das denn zum geschicktesten? Fast zwei, das machen wir so ein bisschen. Folgendermaßen. Hier ist das Ding jetzt genau falsch rum drin. So. Wie man jetzt hier sieht, das passt eigentlich auch ganz gut ins Gelände rein. Bis auf das, dass hier der Zaun in der Luft schwebt. Aber naja. Kann man so durchgehen lassen als Weg. Okay, egal. Ich zweifle nur gerade, dass das wirklich sowas gibt, sowas bringt in diesen Kurven, aber egal. So, wir sollen einen Science-Fiction-Themenpark machen. Was haben wir denn so für Attraktionen? Wir haben fliegende Untertasse. Und das ist. Nee, doch nicht lila, blau. Oh, das sieht doch toll aus. Fliegende Untertasse. So eine Art Autoscooter, glaube ich. Keine Ahnung. Oh ja, das 3D-Kino. Das 3D-Kino, das ist ja sogar schon im Menü, also auf diesen Vorschaubildern von Broom Lake ist dieses 3D-Kino mit drin. Und es passt einfach
wie keine zwei. Oh. Ich möchte dann doch gerne hier einen Roboter und diesen Titanzaun. Kino. Filmpalast. Ja. Das Gelb fände ich viel geiler in tiefem Blau. Also eigentlich ein dunkelblau, also in dem hier. Das hier so ein bisschen ins Bräunliche rein. Das ist einfach in Gelb. Boah, sieht das nicht geil aus. Das ist doch mal futuristisch. Oh Mann. Wenn sie über sämtliche Fahrten, dann gibt es dann hier noch so ein Bungee-Jump-Trampolin. Das kann man ja auch ganz gut hinbauen. Bungee-Jumpen kommen eigentlich immer ganz nett. Und eine Laserschlacht. Und das Ding ist auch cool. Das ist quasi Paintball. Da muss man ja eigentlich mit Bahneinnahmen arbeiten. Nee, oder? Warum habe ich das Konzept, Alter? Everything is for free. But we have a Park-Eintrittspreis. Da kann man bis auf 100 hochstellen. Okay, machen wir mal 12 Euro. Viel mehr wird der Durchschnittsbesucher wahrscheinlich eh nicht machen. Vor allem, wir haben hier nicht viele Attraktionen momentan. Wir haben ja eigentlich noch quasi nichts. Also man soll sagen, attraktionstechnisch haben wir gar nichts. Zurzeit. So, das gibt natürlich den klassischen Space Shuttle Eingang. Auf ganz runter, denn ich sehe einfach eigentlich, ich kenne keinen einzigen Erlebnispark, der nach dem Prinzip funktioniert. Ja, ne? Sie müssen für jede Attraktion, die im Park steht, zahlen. Das kenne ich eigentlich nur vom Prater oder vom Herbstfest oder sowas, aber nicht von Erlebnisparks. Natürlich die Verpflegung. Ist jetzt natürlich nicht kostenlos. Das sollte man schon bedenken. Also, dass die Verpflegung nicht kostenlos sein sollte, ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. So. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch viel über Speisen und Getränke reinholen müssen. Ich muss sagen, das Ganze ist, habe ich noch nie so probiert. Ich habe Roomlack eigentlich immer nur gespielt, dass wir maximal 5 Euro Eintrittspreis haben. Als es mir finanziell davon nicht ausgegangen ist, das hat die Attraktion doch noch gekostet haben. Ja, auch 2. Dann gibt es noch Schirme. Und Informationen. Ja, hervorragend. Kostet 3 Euro und das kostet 2,50. Passt das? Dasselbe gilt für die Information. Das ist auch so eine Sache. Warum gibt es diesen Stand eigentlich sowieso doppelt? Macht überhaupt keinen Sinn.
Alles klar. Gut. Haben wir sonst noch was bauen? Ja gut, Toiletten wären vielleicht noch sinnvoll. Irgendwo in die Gegend reinzustellen. Du bist auch Toiletten 2. Wir haben einige Sachen. Da müssen wir natürlich noch Personal ein- und ausstellen. Was zum... Ja, ich stelle sie hier gerade ein. Da kann das schon mal passieren, dass sie in der Luft schweben. Das ist doch bei jedem normalen Ding auch. Hier kann man sie disziplinieren und hier kann man sie entlassen. Also ich kann sogar meine Sachen hier kündigen. Lass mich nicht hängen. Ja, ja, ich lasse dich schon nicht hängen. Keine Sorge. Es gibt sogar hier noch ein paar Achterbahnen. Das ist ganz cool. Die ist echt geil. Werden wir später auch nochmal brauchen. War allerdings auf einem ganz anderen Teil. Alles klar. Wir sagen, let's test it out. Park-Eintrittskarten. Kommen wir auf 4700? Schauen wir mal, schauen. Oh, wir brauchen dringend noch Straßenlampen. Neon ist das Beste. Die Neonlampen sind sehr hell. Sehen zusätzlich noch echt geil aus. Das Ding ist noch geschlossen. Alles klar. Und das sieht doch so geil aus. Komm schon, sieht toll aus. Boah, läuft. Der wirkt aber Scherz sind zu billig. Und wir haben noch Scherz 2. Ich muss sagen, so ein T-Shirt für 3,50. Schauen wir, was unser Gewinn so dabei ist. 2,20 €. Gott, ist das ist ja viel zu billig. Boah, das stimmt, der Preis. Okay. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, inwiefern das Ding relativ realistisch ist. Okay. Also anscheinend will niemand Essen kaufen. Auch cool. Alles klar. Ist auf jeden Fall interessant. Ein VIP ist angekommen. Na gut. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt hier alles. Sonst ist es echt doof. Ich mag schöne Gesichter. Oi. Cool. Er mag schöne Gesichter. Interessant. Wir könnten eine... Ah, natürlich. Es gibt hier dieses Sky-Fi. Alter, wir bauen einen Einschienenzug, Leute. Wir bauen das Ding einfach. Und zwar da hinten werden wir das bauen dann. Ey, das wird richtig killer. Wenn wir Geld haben. Wenn wir dann erstmal Geld haben. Oh cool, hat dir gefallen. Das ist ja mal schön. Das freut mich. Muss ich schon sagen, ist auf jeden
Fall feierbar. Gut. Wie? Hä? Das klingt so ein bisschen paradox. Ist mir aber fast ein bisschen zu dunkel hier. Okay. Er will noch mal ins 3D-Kino, er will nach Hause, er will weg. What? Ich hab doch gesagt, sie sollen synchronisieren, ihr Idioten. Yes! Hat uns original nichts gebracht. Ah, alles klar, gut. Sagen wir mal, hier steht doch bestimmt. Nee, steht nicht. Alles klar. Gut. Haben wir das erledigt? Nee, ich meine, hat sich das geklärt? Ah, wir müssen jetzt unser Darlehen zurückzahlen. Stimmt. Gut, jetzt ist natürlich die Frage. Die meisten sind einfach mal keine Besucher reingekommen. Das ist schon ein bisschen doof. Oh, warte. Boah, ich vergesse. Machen wir das mal so, okay. Wir müssen schauen, ich muss schauen, ob das so funktionieren kann. Mit dem Eintrittspreis. Wir erhöhen ihn einfach mal. Okay, reduzieren unsere Darlehen auf die Hälfte, also dass wir zumindest noch ein bisschen Notgeldvorrat haben, wenn das mit dem Ding wirklich nicht funktionieren sollte. Wieso fällt denn genau jetzt so viel aus? Wieso kommen keine Leute in den Park? Es ist Juli, Leute! Kommt her und gibt mir Geld. Ich brauch's. Warte mal, wenn das so ist, müssen wir das anders machen. Marketing. Kann man das kosten? Und Werbe kann man für den Tag. Coupons für freien Eintritt. Let's risk. Vielleicht kommen jetzt wenigstens mal ein paar neue Besucher rein. Es ist eine Marketingkampagne, das heißt, wir machen Werbung. Das kann man nämlich auch. Und es scheint nicht zu funktionieren, das System. Es kommen immer noch keine Leute rein. Alter! Spammt mir doch nicht meine Nachrichten so zu. Wie gesagt, Bloom Lake ist schwierig. Kampagne beendet, Coupons verzeihen. Oh! Da kamen sie jetzt aber! Ah ja, voll. Jetzt waren ja kurzzeitig für 2 Wochen alle Gäste sind ja kostenlos reingekommen. Und ich wundere mich, warum keine Einnahmen reinkommen. Ja, ja, ich bin ein Vollpfosten. Alles klar. Das ergibt Sinn. Ja, ja. Ich war jetzt auch nur ein Magazin für Eltern, das heißt, es haben nicht so viele gesehen. Ich könnte jetzt natürlich noch mal eine Marketingkampagne machen, einfach Werbekampagne für 2 Wochen in einer nationalen Zeitung. Kostet einiges, aber mal schauen, ob das was bringt. Ich bin gespannt. Gott, Besucherzahl steigt! Im
Oh, da kommen welche. Oh, jetzt kommen sie. Ich muss halt schauen, dass ich mit dieser Werbekampagne muss ich ja die 700 Euro wieder reinkriegen, die ich dafür investiert habe. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert hat. Wieso gehen wir eigentlich alle meine Attraktionen kaputt? Das ist doch total nervig. So, mal schauen, wann die Kampagne beendet wird. Alles klar, ja. Hat nicht so viel gebracht. Aber irgendwas zumindest gebracht. Also die nationale Zeitung bringt schon was. Es ist genau eine Person bisher in den Park reingegangen heute, diesen Monat. Ja, läuft jetzt nicht so gut, dieses Parkkonzept. Weil uns halt auch die Attraktionen so ein bisschen fehlen. Was ist passiert? Das ist halt mal so, ja? Es gibt gute Monate und schlechte Monate. Aber solange sich unsere Verluste so in Grenzen halten, können das Parkkonzept in erster Linie auch durchziehen. Das funktioniert schon. Und falls wir es... Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, die Forschung wirklich runterzudrehen und dadurch Geld zu sparen. Oh, geil, ein Doppeldeck-Aussichtsturm. Das ist cool. Weil pro Attraktion können wir prinzipiell den Eintritt um 2 Euro steigern. Das ist das Tolle dran. Deswegen wollte ich eigentlich auch auf diesen Einschiebzug wirklich auch sparen. Gut, wo setzen wir den denn hin? Am besten wäre er eigentlich echt da oben, oder? Alles klar. Zäune. Oh, perfekt, das geht sich aus. Das geht sich aus. So. Oh lol. Eintrittspreis hauen wir jetzt einfach mal in die Höhe. Ja, danke. Danke. Na klar, Gesamtgewinn ist hier im Negativen. Ist ja logisch, wenn... warum kommen eigentlich keine Leute in den Park? Das ist ein bisschen deprimierend. Wieso haben sie Schwierigkeiten? Oh lol.
Alles klar. Jetzt geht's. Space Needle. Passt zumindest jetzt thematisch besser in den Park rein. Und naja. Ich glaube, ich weiß auch, warum keine Leute in den Park kommen. Weil es sind noch so viele drin von dieser Kampagne von vorhin. Dass gar keine Leute aktuell in den Park reinpassen. Von der Spielmechanik her. Aber was ich richtig feier, ist, dass sich der Park allein durch Speisen und Getränkeverkäufe aktuell finanzieren kann. Gut, weil die Forschung auch ziemlich drastisch zurückgefahren ist. Ich setze jetzt einfach mal das Forschungslimit auf den Huni. Und gehe nur auf aufregende Fahrten und Kinderbahnen. Und hoffe, dass das jetzt noch was wird. Also wie gesagt, wir gurken jetzt ziemlich knapp an der Pleite vorbei. Das ist mir schon klar. Aber ich will es mit diesem Parkkonzept schaffen. Okay, man muss sagen, mir fehlt hier echt noch ein bisschen das Rot. Ja, jetzt sieht es golden aus. Das hat auch was. Immer an die, gehen jetzt nach Hause. Ja. Ich geh nach Hause. Ich wurde von einer Möwe angegriffen. Ja, super. Oh lol, jetzt sind ein paar. Jetzt habe ich gerade Besucher gekriegt. Jetzt hat 10 Stück.